Ich war schon richtig. So wieder die Musik, ja. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt wieder hier diese mysteriöse Musik, als ob da jetzt Dinge kommen würden, die wir nicht schon 20 Mal gesehen hätten. Und hoch geht's. Aua! Mein Becken! Ui! So. Hopp! Yuki Biene, was hältst du denn von einem Genickknacker? Soll ich Laras Genick knacken lassen? Extra für dich. Sehr schön. Patch gibt es online auf Tomb Raider, nicht nur für Dame. Okay. Okay. Gut, aber jetzt wollen wir erstmal hier weitermachen. Jetzt sind wir ja gut vorangekommen. Das heißt also langsam, ich vermute mal, wir sind ja auch bald durch. Ich hoffe es, das Level ist jetzt nicht so geil. Und ich hoffe echt, dass die Maria Doria nicht so schlimm wird. Dass sie entschieden hat, lieber das hier so zum Labyrinth zu machen. Und die Maria Doria ist im Austausch dafür einfach ein ganz normales, ganz normales Level. Ganz normales, schönes, unproblematisches, lineares Level. Ach, die Seite heißt so. Kann auch nichts dafür. So. Tomb Raider ist nicht nur für Dummies. Schön. Es gibt so Seiten, die kenne ich gar nicht. Ja, nice. Das ging noch schnell. Aber ich will mir wirklich die Waffen irgendwie aufheben. Also wenn jetzt hier nur Hunde rumlatschen. So, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Was sehen wir hier? Zwei stramme, große Becken. Wir müssen ja bald eigentlich mal unser Taucheranzug finden, oder? Da hinten ist noch irgendein Chip, an den kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht ran. Also tauchen könnte man hier definitiv. So, und da sind wir gekommen. Da soll man wahrscheinlich nicht reinspringen, das sieht nicht gesund aus. Ne? Ich versuche das gar nicht. Ah, was ist hier los? Hier ist schon verrostet. Nicht hier irgendwas. Ah, ich glaube, das Level wird doch noch Weichen dauern. Ah, hier haben wir die. Ach, die Kreissägen. Nell? Nell. Nell. Nell, Nell, Nell. Machen wir nicht, Nell. Ja. Ich verstehe, ich muss den Chip da irgendwie finden. Also ich muss an den Chip gelangen. Was passiert, wenn ich in die Säure springe? Also ich weiß, was passiert, aber ich mach's trotzdem, ne? Warum denn nicht? Geronimo! Ja, sie fällt einfach um. Sie löst sie nicht auf. Ihre Haut schmilzt nicht kreischend weg. Sondern man hört nur ein oh, oh, unangenehm. Oh, das war's. Ich bin futsch. Oh. Das war auch elegant. Okay. Drückt er mich weg oder zieht er mich zu sich? Ne, er drückt mich weg. Okay, wir haben jetzt hier zwei, die mich aktiv wegdrücken. Hier oben komme ich nicht rein. Da ist ein Gitter davor. Luft schnappen. Okay. Gut, hier komme ich auch. Hier gibt es auch keinen Weiterkommen. Da soll ich jetzt durchkommen, oder was? 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 Ich meine, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, ne? Das sind jetzt diese zwei Becken. Wo führen die irgendwie? War das ein Unterschied, wo ich eintauche? Auch nicht eigentlich. Oh Gott. Ich merke schon, der Sabato-Faktor kommt langsam zur Geltung. Ne? Okay, na dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schaffbar ist, aber wahrscheinlich nicht. Bäh, kannst du vergessen, kommt man nicht durch. Hier muss irgendwo ein Schalter sein oder irgendwas, womit ich hier
das entschleunigen kann. Wenn ich mal irgendwo hinkäme, ne? Also, ich meine, ich sehe ganz viele Spalten, die ich erkunden könnte. Aber die Turbinen drücken mich mit voller Gewalt weg. Das ist ja so die einzige. Der einzige Bereich, wo ich problemlos hinschwimmen kann. Nein, 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 vergiss es. Geh weg, lass mich hoch. Ich will nicht. Egal, ich werde trotzdem reingezogen. Ja gut, kannst du vergessen, da komme ich nicht durch, also das ist unrealistisch hier. Also ihr seht, ne, ich werde mit voller Wucht da weggedrückt. Ich kann jetzt machen, was ich möchte, also... Die Kraft ist zu groß. Ja nun... Hier irgendwas, was ich übersehen habe. Hier ist oben ist noch nichts, oder? Da hinten ist eine Tür. Gut, hier gibt es zwei. Das könnte ich vielleicht mal versuchen wegzuschieben. Geht nicht. Sah jetzt aus wie sowas Blockiges, was ich irgendwie wegschieben könnte. Nein, nein, nein. Halt, 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 halt. Ich will das nicht. Kann ich mich hier durchglitschen? Geht auch nicht. Schade. Naja, versuchen kann man es ja. Ach, da ist ein Schalter, den habe ich gar nicht gesehen, ja, guck mal. Den habe ich komplett übersehen. Okay, ich rüste mich mal aus. Das könnte jetzt unangenehm werden. Und speichern. Oh, du Scheiße. Ja komm, Nara, mein Gott. Das tut doch nicht weh. Wer hätte das jetzt gedacht, dass wir solche Türen jetzt hier haben, ne? Oh Gott, ey. So. Ah, jetzt haben wir diese tödlichen Haken, die mit so einer Geschwindigkeit auf mich zuprasseln, dass ich einfach nur zerfetzt werde, ne? Anders geht's gar nicht. Da kümmere ich mich auch gleich drum. Erstmal du. Wow, zwei Schuss, zwei Treffer. Aber hier gibt es nichts Besonderes, ne? Also was haben wir denn hier? Ja, nix, außer ein bisschen Patronen. Naja, gut, das ist nicht nichts, ne? Das ist immerhin schon mal etwas, aber... Wie sieht es mit dem Wasser aus? Ist das wenigstens... Das Wasser scheint sicher zu sein, ne? Wir wollen es auch nicht provozieren, ne? Wir springen da jetzt nicht irgendwie... bewusst hinein, um irgendjemandem was zu beweisen. Und hopp! Ich bleib stehen, mir passiert nichts. Hey, hey! Ja, guck mal, das ist doch wunderschön. So muss es doch sein, oder? Okay, da hat sich irgendeine Tür geöffnet. Leute! Es läuft! Es läuft wie der Schweiß an einem heißen Sommermorgen. Ist das nicht schön? Also nicht, dass Schweiß an einem heißen Sommermorgen schön ist, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht voran. KI. Gefällt dir meine Analogie nicht? Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Ah, stimmt. Oh, scheiße, hab ich vergessen. Ach, Mist. Ach, scheiße. Ich habe ja vergessen, dass diese Dinger da sind. Ach komm. Naja, egal, wir können jetzt einfach den leichten Weg hier gehen. Wo war das Loch jetzt hier? Wir müssen aus dem Loch rausspringen, auftauchen wieder. Ja, wieder speichern, damit wir nicht von den Türen zerquetscht werden. Immer passiert mir dies. Ja, oh, das ist nervig, aber können wir jetzt nicht ändern. So, wo war das jetzt hier bei, ich glaube, das Haupttor? Bei dem Becken? War es nicht das eigentlich, oder ist das jetzt wieder ein Zeiträtsel?
Sag mir nicht, dass das ein Zeiträtsel ist, ey. Es ist ein Zeiträtsel. Oh. Es ist ein Zeiträtsel. Oh nein. Nee, nee, guck mal hier. Es ist, ich kann. Pass auf, wir warten mal kurz. Das war eine Tür, die sich geöffnet hat. Da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Kann auch sein, dass sich das deaktiviert, sobald ich ins Wasser falle. Das kann auch sein. Ah, siehste? Hat sie deaktiviert. Ist ein Zeiträtsel. Fuck. Oh, nein, ey. Oh Mann, ey. Ich hab mich schon gefragt, wie lange das dauert, bis der mit seinen Zeiträtseln kommt, ey. Ja, schnell, Lara, beeil dich. Ach man, ich hasse Zeiträtsel, ey, wirklich. Oh. Ja, schnell, beeil dich, Mensch. Mach hin. Ich weiß gar nicht, warum sie stirbt. Ich berühre die Tür von der Seite, weißt du? Also, Uschi. Ja, jetzt egal, lass dich jetzt hier nicht töten von so einem kleinen Häkchen. Das ist ja erbärmlich, Lara. Du schaffst es aus 1000 Meter Höhe zu springen, das stört dich nicht, aber so ein kleiner Haken ist ja schon zu viel. Der zerstört dich vollkommen. Der macht dein Leben kaputt. Ich muss trotzdem mal speichern. Ich schaff das hier in einem Zug hier, das ist unmöglich. Nein! Aber wir können schaffen. Die Haken. Ja, SpongeBob. Warum kommen wir eigentlich bei Tuba immer auf SpongeBob-Referenzen? Hatten wir das nicht mal auch im dritten Teil, dass wir da irgendwie über SpongeBob plötzlich geredet haben? SpongeBob verfolgt uns unser Leben lang, ne? Ach, come on! Was? Okay, das dauert schon so lange an der Stelle hier. Einfach durchlaufen. Das geht ja nicht, ich muss ja warten an der Stelle. Das ist halt... Einfach durchlatschen geht nicht. Ich würde es gerne machen. Glaub mir. Nichts lieber als das. Die Krise. Also ich mag sowas gar nicht, ne? So direkt vor meiner Nase schließe ich das Teil. Ey, Mann, jetzt scheiß auf das Ding, das ist doch egal. Wirklich. Nachher. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Zeiträtsel hasse? Ja, das ist schon wieder viel zu viel Zeit, die hier. So Haken oder Wagen, die Zeit über gegen die Wand für fahren. Endgegner, T-Rex oder Götter und Aliens, easy, ja. Naja. Erinnerst du dich noch, Tomb Raider 3, wo wir in dem Minecart saßen? Da sind Zeitlupe wirklich oder wirklich total langsam gegen die Wand gefahren ist. Und Lara ist einfach hier halb zerflattert worden, weißt du? Die hat das nicht ausgehalten, das geht gar nicht. Und das war wirklich langsam, das war nicht mehr irgendwie schnell, oder? So, ich speichere jetzt mal sehen, ob ich es jetzt schaffe irgendwie. Na, willst du mich verarschen? What the fuck? Wie schnell soll ich denn sein? Ich mach doch schon, also noch gerader geht's doch gar nicht. Oh, warte mal, doch, oder? Gibt's hier unten noch einen Weg? Nee. Eben nicht. Es gibt nur den Weg, dass ich hier hochschwimme. Alter, come on. Oder erwartet der von mir, dass ich dann wirklich an dieser einen Stelle nicht anhalte? Aber es geht ja nicht, die Türen so quetschen mich doch sonst, oder nicht? Ja, oder ich muss wirklich über die Dinger springen, das wird's wahrscheinlich echt sein, oder?
Scheiße. Oh Gott. Erlöst mich, ey. Ich muss auf die Dinger springen. Wahrscheinlich ist dieser Umweg da durchs Wasser zu lang oder so. Oh, ich lebe noch. Wie habe ich das geschafft? Ist auch nicht Sinn der Sache. Oh mein Gott, ey, oh, wirklich, nee, ich hasse diese fucking Zeiträtsel. Das war bei Tomb Raider, Sabates Tomb Raider 1 schon so schlimm, ey. Wirklich. Die machen mich auch wirklich nervös, muss ich jetzt mal wirklich sagen, ne? Komm, heil dich. Oh. Okay, es muss halt perfekt sein, es tut mir jetzt auch leid, das wird jetzt eine sehr, sehr qualvolle Stelle für euch alle werden. Aber so ist das Leben, ne? Was will man machen? Scheiß drauf! Lebst du noch? Ja. Schnell, 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 schnell! Oh Mann, was ist denn los hier, du blöde Kuh? Wirklich! Die äußerste, wirklich die äußerste Seite dieser Tür. Das ist doch nicht, das tut doch nicht weh. Das ist... Du bildest dir den Schmerz ein, das ist Phantomschmerz, glaub mir. Dann da fall ich runter, ja. Ich hab Schoki, das freut mich, okay, Biene. Ich bräuchte jetzt einfach mal, ich bräuchte eine Tablette jetzt, weißt du, was ich meine? A pill that makes you numb. Ah, ah! So, jetzt komm, das war gut, das war okay. Ich hab jetzt hier, hoffe ich, ich hoffe, dass es okay war. Lara, renn, renn, renn. Schnell, schnell, schnell. Okay. I can do it. I can do it. I can do it. Hop! Ach komm, ey, ich hasse sowas. Leck mich. Hop! 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 Ich muss wahrscheinlich über die Kisten da drüber, oder? Ja, Sabato. Ich hab dich so gelobt bis jetzt. Ich hab dich echt so gelobt. Das weißt du, ne? Wir hatten gerade bis jetzt eine schöne Zeit mit dem Spiel gehabt. Willst du mir das jetzt alles ruinieren? Ich glaube, ich muss echt... Warte mal. Ich glaube, ich muss echt über die Kisten springen. Dann könnte ich es schaffen. Oh, oh, no, no. Oh, Mann, die Kurve war zu hart. Ich glaub's nicht. Komm schon. Oh. Oh, ich krieg die Krise mit der, wirklich. Lara. Lass uns Freunde sein, ne? Ist alles in Ordnung, aber so nicht. Also. Na, du blöde Kuh, warum? Zieh den Kopf ein! Die Tür mag dich, ja, ich merk schon. Ja, tut mir leid, wir haben geschlossen hier, hä? Das einfach Tür zu. Scheiß drauf. Komm, ey, ich will das jetzt schaffen. Sabato, du ruinierst mein Leben. Oh, Sabato. Ach komm, ey, man. Warte mal, ich werd mal greifen. Wenn ich greife, vielleicht schlägt ihr da nicht mit ihrem Kinn an die Decke. Oh Gott. Sehen Sie Doktor zu, wie er 2 Stunden nur an dem gleichen Rätsel festhängt. Ja, das bringt nichts. Was ich jetzt mal ist ein Fehler. Ich bleib nämlich stehen. Jetzt ist eine mal...
Dafür sind wir hier, das ist schön. Ihr liebt es also, euch an meinem Leid zu ergötzen, ne? Renn, 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 renn! Hopp! Hopp! Snell! Mann! Geh doch mal durch, Mensch! Willst du mich verarschen? Mädchen! Greifen geht nicht! Greifen ist scheiße! Ich muss mich einfach fallen lassen. Scheiße, jetzt auf springen und greifen. An deinem Leitern dabei Schoki essen. Aber die Rolle dauert auch zu lange. Die Rolle dauert zu lange.